Hallo Leute, neuer Tag, neues Video und hier relativ spontan eine kleine Sondermeldung, gar kein ganzes Video. Ich wollte ja eigentlich gerade noch mein Video zusammenschneiden von meinem allerersten oder ich glaube erstes oder zweites Ranked Game bei Age of Mythology. Hab aber dann gerade mitbekommen, es ist schon wieder die nächste Beta, die uns da ins Haus geflattert kommt. Und zwar folgendes. Hier seht ihr, ich bin auf der Store-Seite von Age of Mythology Retold und da, wenn man hier runterschaut, steht hier Recent Events und Announcements bei euch auf Deutsch, Spanisch, Italienisch, was auch immer. Und da haben wir dann eine neue Beta-Ankündigung für den nächsten Stresstest. Da geht es quasi darum, die Server möglichst zu belasten, nicht zu überlasten, im Idealfall aber halt zu belasten, um zu sehen, wie gut die eben laufen, was die verkraften. Deshalb gibt es auch relativ knappe Zeitfenster. Ja, habt das bitte im Auge. Es ist nicht dass das ganze Wochenende gespielt werden kann. Vielmehr ist der Stresstest auf 3 Stunden jeweils beschränkt. An 3 Tagen. Das heißt, wir haben 9 Stunden Beta-Spielzeit an 3 verschiedenen Tagen. Im Hintergrund landet wieder mal ein Flugzeug, wie es bei mir so ist. Aber zurück zum Thema. Die Zeiten stehen hier, eh klar. Könnt ihr euch selber ausrechnen oder einfach meinen Berechnungen glauben, wenn ich das richtig im Kopf umgerechnet habe. Müsste 9 Stunden Unterschied sein. Das heißt, am Freitag, dem 26. am Juli, am 27. Juli, Samstag und am Sonntag, dem 28. Juli, von 14.30 Uhr, well, Deutsch, Österreichisch, Schweizer Zeit, ne? Also an 3 Tagen die gleiche Zeit, kann man das Spiel spielen. 6 Stunden im Vorhinein kann man das Spiel schon runterladen. Macht euch das, wenn ihr gerade mit dem Internet ein bisschen Probleme habt, gibt es ja in Deutschland oft genug. Lacht in Österreichisch. Dann ist es vernünftig, euch das früh genug runterzuladen auch, weil die 6 Stunden kann man dann gleich mal brauchen. Es sind schon insgesamt, was wir, glaube ich, damals als Downloadgröße hatten, 14 GB oder so, 14, 15. Ist deshalb wichtig, weil ihr natürlich, es entpackt sich dann noch, dauert noch ein bisschen länger. Also es ist alles in allem, schaut, dass ihr es früh genug runterladet. Nicht, dass ihr dann, wenn ihr eh schon nur 9 Stunden maximal habt, da dann nicht zum Spielen kommt. Ja, soweit so gut. Dann ist early on Thursday. Alles klar, man kann also hier schon am Donnerstag das Jahr runterladen. Naja, das ist das mit den 6 Stunden. Also, ja, nicht so wirklich im Vorhinein. Players can only participate during the above time windows. Man kann danach nicht mehr spielen. Das Gute ist aber, man kann generell spielen. Da dürfen alle spielen. Einfach hier sign up, beziehungsweise muss man hier, glaube ich, auf, ja, Age of Mythology Retail Playtest, hier den Spieltest anfordern. Einfach im Store, dann geht man auf Mythology, Retold, draufklicke, hier unten Age of Mythology Retold Playtest, draufklicken, passt. Und dann ist es angefordert. Ich weiß nicht, ob ihr es dann fix zu 100% bekommt, aber gibt anscheinend auch ein paar Updates. Ja, genau. Eben, dann landet man genau wieder auf der Webseite. Super. Steam. Also nur Steam, wichtig auch. Nicht der Windows Shop oder so. Also nicht Windows Store und sonstige Sachen. Einfach installieren. Es wird auch Bescheid gegeben. Und wenn man irgendwelche Bugs oder sowas hat, gibt es auf dem Steam-Forum oder auf den Age of Empires Forum. Da könnt ihr das dann melden. Bitte nicht alles mir schreiben. Gibt ein paar Bugs, die sind bekannt. Gerade die Dorfbewohner, ihr seht es, das habe ich auch angesprochen, aber soweit so gut. Ich bin auf jeden Fall wieder mit dabei, auch wenn ich sicher nicht alle 9 Stunden zielgerecht treffen kann. Aber ich hoffe, ihr habt auch Bock und damit bin ich schon wieder raus und freue mich aufs Wochenende. Ihr hoffentlich auch und schreibt mir auf jeden Fall dann so ein bisschen eure Kommentare drunter und eure Eindrücke. Das würde mich wirklich interessieren, falls ihr mitgespielt habt und meldet euch auch gern. Ich habe ja auch Bock, so ein bisschen das Ganze auszuprobieren. Damit bin ich raus, macht es gut und hoffentlich viel Spaß mit der Beta.